herzlich willkommen bei Siebengebirge in Bildern. Ich bin der Frank und heute möchte ich Herbstfotos machen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Es ist etwas windig hier. Ich bin zwischen Honne von Röndorf am Rhein und habe vor, den Drachenfeld zu fotografieren und Bäume, die auf der Seite und auf der anderen Rheinseite. Dabei werde ich euch durch die Bildkomposition führen oder erklären, besser gesagt. Viel Spaß beim Schauen. So niedrig, dass ich zurzeit im Flussbett stehe. Das ist ganz gut, dann kann ich nämlich die Steine, die sonst hier vom Wasser überspült sind, schön als Vordergrund benutzen. Ich habe im Vordergrund die Steine, dann den Rhein und im Hintergrund der Drachenfels und gelbe Bäume. Davon mache ich jetzt ein Foto. Hier vorne an dieser Landzunge liegen ein paar größere Steine und da will ich jetzt hingehen und diese als Vordergrund benutzen. Den Rhein im Mittelgrund und den Drachenfels im Hintergrund. Sehen kann. Ich werde halt diese Steinbänke hier im Rhein als Vordergrund nutzen. Ja, zur Bildkomposition ganz einfach, klassische Drittelregel. Im Vordergrund die Steine vom Flussbett des Rheines, dann der Rhein mit zwei Steinbänken noch da drin und im Hintergrund der Drachenfels und ein paar herbstliche Bäume. Hinten auf der anderen Rheinseite, auf der Spitze von Onnenwert, werden einige gelbe Bäume von hinten von der Sonne angeleuchtet. Ich werde jetzt mein Teleobjektiv rausholen und davon ein paar Fotos machen. So, hier habe ich das Motiv, was ich jetzt eben besprochen habe oder angedeutet habe. Was mir jetzt aber nicht gefällt, sind die Schilder. Und die werde ich gleich in Photoshop entfernen. Bilder seht ihr jetzt, vorher und nachher. Natürlich darf der Drachenfels nicht fehlen. Zurzeit ist aber eine Wolke vor der Sonne, dass die Bäume im Vordergrund im Schatten liegen. Ich warte noch ein bisschen, bis die Wolke vorbei ist und mache dann ein Bild davon. So, jetzt sind noch ein paar Wolken dabei gekommen. Ich finde das wesentlich interessanter, ein Himmel mit Wolken, als bloß ein blauer Himmel. Musik
Wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Bis zum nächsten Mal.